Ladies and Germany, herzlichst willkommen zu einer neuen Folge Make Love, Fake Love. Heute eine Doppelfolge. Es ist ja jetzt viel passiert die letzte Woche. Alles gut? Und so richtig habe ich ja auch nicht drüber geredet. Im Podcast ein bisschen. Viele haben geschrieben, was hat die Alte für einen Podcast? Frechheit. Auf entspannt heißt er. Habe ich mit meiner besten Freundin. Interessiert mich einfach nicht mehr. Und genau, da habe ich es ein bisschen angeschnitten. Aber richtig klar habe ich auch noch nicht gesagt, was da ist. Weil ich es ja selber noch nicht wusste. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich weiß mittlerweile, was Phase ist, auch was das für uns und die Reaction bedeutet. Eine Änderung kann ich euch schon mal sagen. Das ist eigentlich auch mit die krasseste. Bitte seid ruhig. Fragen hinterher. Ja. Und zwar der Anteil der Sendung, auf den wir hier reagieren, der hat sich verringert. Ich bin gespannt, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt, ob ihr damit fein seid oder nicht. Bist du einfach, mein Ego ist da gekränkt und vielleicht ist morgen wieder weg, aber heute ist es da und es nervt mich. Dementsprechend wird sich natürlich auch mein Redeanteil erhöhen, weil ich muss euch ja teilweise dann Sachen erklären, was ist da passiert, kontextualisieren. Das ist Horror eigentlich. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen eine andere Art und Weise, wie die wir bislang 4 Jahre hatten, und die Reactions gemacht haben. Man fragt mich nicht ab. Ihr Süßen, ich bin gespannt, wie das heute hier wird. Ob es mir überhaupt noch Spaß macht, ganz ehrlich. Seht ihr mich verarschen? Und wir fahren uns jetzt Doppelfolge 9 und 10 rein. Hier ist jetzt mein Buch mit Notizen. Weil ich muss ja gucken, dass ich auch nichts vergesse und so. Das ist für mein Gehirn, das ist nicht besonders gut. Weil ich mache diese Reactions sehr spontan. Ich reagiere einfach auf das, was ich sehe. Und jetzt ist es halt schwieriger, weil du auch immer wieder denken musst, okay, das musst du aber auch noch erzählen und das musst du auch erzählen, sonst verstehen die Zuschauer das nicht. Und das ist wild. Von kopfig zu kopfig, immer kopfig. Aber egal, ich würde sagen, wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das auf RTL Plus. Hier zu abonnieren ist absolutes Muss. Ihr seid die Besten, ja. Und wir gehen rein. Hallo. Ganz kurz, wer ist das? Das ist der Heinz. Könnt ihr euch noch daran erinnern, letzte Folge hatte Antonia so 2 Instagram-Profile gezeigt bekommen, ohne Bilder. Also da war dann ein Bild von einem Hund oder ein Bild von einem Mars oder so. Und dementsprechend hatte sich Antonia dann für diesen Mann entschieden. Und dieser Mann zieht jetzt auch ein, wie war vorher, wilde Party, wie haben sie es genannt? Bayern Olymplade. Olymplade, genau. Wer kennt das Wort nicht? Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Und genau, begrüßen wir Heinz. Keine Konkurrenz. Hi, Antonia. Gut, und wir? Hans, ich weiß. Sorry, Hans heißt der. Da ist gar nicht Heinz. Ja. Willst du mich verarschen? Ich hab dich ausgesucht. Ja, danke. Das ist aber lieb von dir. Hi, Jungs. Ja, Grüße. Hi, Joni. Hans, freut mich. Hi. Oh, das sagen jeden Hallo nur mir nicht, Bruder. Ich sag mal so, meine Manieren sind, wie meine Mutter mir beigebracht hat. Dennis ist so geil, ne? Aber Dennis hier nicht zu begrüßen, finde ich persönlich auch eine Frechheit. Weil das ist der King hier, das hat er wahrscheinlich gemerkt. Der hat seinen Alpha-Geruch schon von der Ferne wahrgenommen. Boah. Und da hat er sich nicht gebeugt, der Hans. War ein Fehler. Der sieht gut aus. Was? Wenn das dein Typ ist, sieht der gut aus. Nein. Nein. Hallo, also Marcel findet ja jeden hässlich, der reinkommt, ne? Da hat ja keiner Konkurrenz, ist Konkurrenz für Marcel. Ich sag mal so, Konkurrenz kann jetzt eröffnet, aber ob man die dann so eventuell als Konkurrenz sieht, weiß ich ja nicht so. Doch, ich glaub schon. Ja. Also, ich kann jetzt schon sagen, ich bin beim Einlochen sehr, sehr gut. Tja, worauf sich das bezieht? Auf die Bayern-Olympiade. Oh, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Olympiade. Bist du dumm? Denn hier wird hier mit Bierpong gezockt, alles pipapo. Habt ihr auch was anderes von mir erwartet? Natürlich nicht. Da bist du ja. Was geht ab? Was geht? Kommst du kurz nach runter? Kurz kuscheln? Komm. Ja, also Marcel finde ich mega anziehend. Es ist wirklich optisch genau mein Typ. Warst du mal beim Optiker? Natürlich ist da auch schon so ein Kribbeln im Bauch, wenn ich mich wohl mit ihm zu kuscheln. Das ist schön. Fehlt ja wohl nur noch ein Schlüsselerlebnis. Ich finde es krass hier, ne? Sie kriegt den Schlüssel, Marcel direkt, da küsse ich die. Und sie geht noch zurück und er greift nach. Endlich. Hallo. Ich hab den Schlüssel. Hallo. Nee. Ich behalte es für mich. Ja, ich hoffe es für dich. Natürlich. Ach du Scheiße, jetzt fällt mir gerade ein bisschen noch die Vorwerbung. Das sah doch so aus, als hätte Antonia gebumst. Ob Marcel der Glückliche sein wird heute?
Gott. Ich bin eine Zecke. Irgendwie ein komisches Gefühl. Du hast ein komisches Gefühl. Mhm. Erzähl. Also erzähl, wir hören alle zu. Ich bin ja froh, dass Nico endlich mal wieder Sendezeit bekommt. Der war ja wie ausgelöscht. Du guckst mich nicht mehr so an wie an den ersten Tagen. Ich habe schon das Gefühl, dass Antonia auf den Xander so ein bisschen mehr zugeht. Er hat halt echt Glück, dass er einmal diesen scheiß Schlüssel bekommen hat. Nee, das ist nicht deswegen, Nico. Das ist, weil der die Sache fährt, mach dich rar, sei ein Star. Und das funktioniert bei Antonia sehr, sehr gut. Hä, aber ist das jetzt eigentlich mehr eine Enttäuschung oder eine Überraschung? Die fällt halt auf Leute rein, die sowieso toxisch sind. Scheint ihr Beuteschema zu sein. Und da kannst du halt nichts für, wenn du nicht so ein Typ bist. Ich bin halt bei dir einfach wirklich noch so viel am Zweifeln. Warum bist du am Zweifeln? Soll ich ehrlich sein? Bitte, immer. Also mein Papa fand euch alle super, aber ja. Mein Papa hat auch gesagt, den konnte ich nicht so ganz einordnen, da ist er sich einfach ein bisschen unsicher. Mhm. Und was der Papa sagt, das ist Gesetz. Der Papa hat ja auch gesagt bei Alexander, Xander, Sandra, ach, ganz toller Typ, wirklich. Also, Rest in peace. Und das hat mir natürlich, ich meine, wenn mein Papa mir irgendwie sagt so, ich vorsichtig, dann bin ich natürlich auch erst recht vorsichtig. Kann ich verstehen. Kann ich nicht verstehen. Das ist ja irgendwo nur ein Bauchgefühl, was dein Vater hatte. Jetzt bei einer Nachmittagsaktivität, wo die sich kennengelernt haben. Ja, nee, weiß ich nicht. Woher soll der Vater das wissen? Jetzt mal ganz im Ernst. Bei mir war es die Mama. Nein, Quatsch. Auch wenn ich vielleicht am Tisch vielleicht nicht immer den lautesten spiele oder mich immer, weiß ich nicht, in den Mittelpunkt spielen muss. Das ist einfach nicht meine Art. Aber wenn dir wirklich etwas an mir liegt und du mich aufgrund dessen rausschmeißt, weil du glaubst, dass ich eine Freundin habe, dann wirst du echt richtig, richtig enttäuscht sein. Ich bin so gespannt, ob der eine Freundin hat oder nicht, ne? Also mittlerweile denke ich mir, wer soll's sein? Vielleicht einer von den neuen Mädels? Oder kommt sie vielleicht erst noch rein? Oder ist er schwul? Ach, Nico, bitte, bitte. Bitte tun uns das nicht an. Wir müssen hier schon genug durchmachen mit Xander. Ah, Junge, ich bin bedient für die nächsten 2 Jahre. Das reicht mir erstmal. Also wirklich, Antonia. Auf der einen Seite, ne, sobald er bei mir ist, gibt er mir echt ein gutes Gefühl. Aber irgendwo, keine Ahnung, es trifft mich halt immer tiefer von Tag zu Tag. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es nicht ihr Typ ist. Sie hat ja anscheinend einen klaren Typ, dieses blond-blaue Augen. Das spielt vielleicht auch noch ein bisschen mit rein. Ich brauche immer meine Zeit. Ich kann das nicht sofort zulassen. Auch Gefühle, das dauert bei mir extrem lange. Aber ich merke einfach so langsam, dass ich mich wirklich zu dir hingezogen fühle. Und dann nervt es mich einfach, wenn nicht mal mehr diese Blicke kommen, weißt du? Ach man, die Süßen reden auch noch ein bisschen mehr. Aber ich finde es schön, dass Nico sich hier mal öffnet. Ihr das auch sagt, damit sie auch weiß, wo ist sie eigentlich auch bei Nico dran und wie fühlt er sich hier. Sehr gut gemacht, Baby. Ich verstehe dich. Ich mag dich echt gerne. Also wirklich. Ich dich doch auch. Und langsam geht das wirklich in so eine andere Richtung, als nur so dieses Komplimente machen. In welcher Richtung denn? Knutschen. Ja, wirklich in diese ernste Richtung. Ich mag dich wirklich gerne. Finde ich aber auch krass. Da muss ich gerade ein bisschen zweifeln. Weil Nico hat gesagt, umso mehr sie mit anderen Jungs ist, desto weniger Interesse hat sie auch, was ich total verstehen kann. Aber das war jetzt auch schon vor 5 Folgen und es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass Antonia weniger mit den Boys zu tun hat oder mit weniger Jungs rumgeleckt hat oder was weiß ich nicht. Alles meins, komm zu Mami. Ist ein bisschen suspicious gerade, denke ich. Oh, ich finde den so süß. Eine Nacht mit mir langt, um zu sagen, der ist es. Ja, aber heute hat Marcel den Schlüssel. Leider. Nico war nicht eine Nacht da, ne? Was soll das? Das ist brutal provokant. Gute Nacht, Bro. Hä? Gute Nacht, Bro. Bro? Hat sie zu dir gesagt? Nee, ich gehe jetzt mit dir. Hä? Hast du Schlüssel? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das rausgeschnitten habe oder nicht, aber er hat zu Antonia eigentlich ganz klar gesagt, ich sag das keinem. Ich behalte es für mich. Ja, ich hoffe es für dich. Natürlich. Was haben wir denn erwartet? So ein richtiger 31er. Oder wie, du hast Schlüssel, Bruder. Ja, das ist natürlich eine sehr lange Szenerie, die hier passiert. Die kann ich euch nicht mehr zeigen, Leute. Weil die Uhr tickt. Ich habe nur wenig Sendematerial zur Verfügung. Und das muss gut genutzt werden. Deswegen, die zwei fühlen sich gut. Es wird geknutscht. Es wird vielleicht sogar ein bisschen gefummelt. Hat sich die Einladung ja gelohnt. Ich mag auf jeden Fall Marcels körperliche Nähe. Also ich fühle mich extrem zu ihm hingezogen. Wie geht's dir? Ja, was erwartest du? Oder frag den nicht, bitte, ja. Ich schieße, ne? Ah, Xander schiebt den absoluten Abfuck. Sonst macht er Depri-Stimmung. Junge, Alter, die fickt mein Leben. Ich find's krass, dass er sagt, die fickt mein Leben, aber dass er das Leben seiner Freundin fickt?
Das ist unwichtig hier. Geh mal ganz schnell weg. Geh weg. Der Hals ist ganz gefährlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie stressig so war. Fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen danach an, dass man jetzt einfach ersetzt worden ist. Julian war ja der Letzte, der mit ihr die Nacht verbracht hatte, glaube ich, ne? Ach, wie geht es dir? Ganz zuckersüß, dass Nico da von oben kommt. Wie geht es dir? Da gibt's so eine absolut grüne Fahne, weil genau das will ich sehen. Weißt du, die Jungs haben ja auch Emotionen, aber keiner hat irgendwie so richtig die Eier, sich bei den Jungs zu öffnen. Xander ist ja jetzt auch nur abgefuckt. So, aber was eigentlich tief in ihm schlummert, ist wahrscheinlich, dass er ein bisschen verletzt ist auch. Vielleicht hat er sich verliebt, was weiß ich. Aber das wird ja gar nicht angesprochen, weil das sind solche harten Männer. Die haben keine Gefühle, außer Julian. Und Nico, der es versteht. Wirklich wunderschön, aber auch eine Kopfwickerei für die Seele. Ja, klar tut das weh. Ja, der Arme. So, das ist jetzt auch schon vorbei. Nächster Morgen. Es war einfach schön, neben Marcel aufzuwachen. Aber es ist natürlich auch schwierig, umso mehr Männer bei mir schlafen, weil umso mehr Gefühle baue ich auf zu jedem Einzelnen und so mehr kommt mein Kopf durcheinander. Glaubt ihr das? Irgendwie denke ich mir, eigentlich weiß sie doch die ganze Zeit genau, dass sie Xander nimmt. Weil sie kommt immer wieder auf den zurück, ob er sie fragt oder nicht. Das ist ja schade. Ja. Es ist wirklich schade. Schade, ja. Aber gut. Die Stimmung ist jetzt natürlich ja, am Tiefpunkt. Starten wir den scheiß dreckigen, verfickten Tag. Gut, ihr seht, alle Jungs sind abgefuckt. Oh, krass. Er hat noch das Hemd von Abend davor an. Ja. Der hat nicht nur das Hemd an. Was hat denn da eigentlich Antonia an? Wie geil das wäre, wenn es deiner ist, dann sind wir echt im Finale. Ach so. Die fragen sich immer noch. Ich glaube nicht, dass der mit Marcel ist. Ich finde, ein Marcel passt überhaupt nicht zu Dominik, menschlich gesehen, wertetechnisch gesehen. Also zu 0%. Das ist Politik. Oh, er hat, sie hat einen Pulli an. Darauf wollte ich hinaus. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Aber krass von ihr auch. Sie hat Xanders Pullis an und knutscht mit Marcel rum. Was ist denn mit der? Also ein Gedanken bei Xander, oder was? Genau, die hat das geturnt. Xander so, wenn du den Pulli trägst und mit anderen Frauen, Männern rumleckst, dann weiß ich, das ist ein Zeichen, dass du gerade an mich denkst. Schau mal vor, da hätte Antonia das selber gesagt wie dieser. Also zutrauen würde ich's ihm. Vertrau immer nur dir selber, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Aber was, wenn sie den zum Beispiel nimmt oder so, was soll er sagen? Nee, der ist von meiner Freundin. Ja, da würde ich sagen, nee, du stinkst den voll mit deinem Kackparfüm. Legitim. Ist so ganz normal. Kann er ja nicht sagen. Aber dass er ihr meine Pulli gibt. Er hat ja nur zwei dabei. Ist schon einfach assi. So, das, das wäre ja assi. Richtig assi. Also, wenn er das machen würde, dann hätte er wirklich sein Gesicht verloren. Es muss eine Situation gegeben haben, wo dieser Pulli zu ihr gewandert ist. Ja. Und diese Situation zeigen die jetzt auch, wie das passiert ist. Ich habe es mir hier kurz aufgeschrieben. Kleinen Moment, ich muss kurz lesen. Ich lese es einfach vor. Also, die zeigen die Szene mit Xander und Toni. Zeigen die Szene mit Xander und das ist ein Zungenbrecher, Junge. Die zeigen die Szene mit Sandra und Toni. Die gehen irgendwie die Treppe hoch, sie sagt, mir ist arschkalt. Und daraufhin sagt er, magst einen Pulli haben und gibt ihr halt den schwarzen. So, das ist die Situation. Also es war jetzt nicht so, dass die gesagt hat, gib mir einen Pulli. Es war schon von ihm angeboten, ohne Rücksicht auf Verluste. So würde ich es jetzt interpretieren als Freundin. Was ist los? Alles okay, ich muss nur ein bisschen selber mit mir klarkommen. Ach man, Julian geht's halt wirklich schlecht. Dem geht's wirklich schlecht, der hat das nicht verkraftet. Ich glaube, da sind wirklich schon ein paar Gefühle im Spiel. Das tut mir, in der Seele tut mir das weh. Wenn ich sehe, er hat ein Kloß im Hals, er liegt da, er hat seine Kapuze drüber gezogen. Alles okay, wirklich. Julian, was ist los? Alter, dass Marcel da hingeht, wenn's Julian schlecht geht, das ist wirklich der allerletzte, kann ich mir vorstellen, mit dem Julian jetzt gerade reden will. Aber tut er so, ne? Auch vor, hier, Antonia, Julian, was ist los? Weil ich bin hier der sich auch den Jungs mal annimmt. Sei ehrlich, Marcel. Was denn? Ja, es ist halt nur Aufmerksamkeit. Ja, ist das auch. Gebe ich dir 100% recht. Gebe ich dir nicht 100% recht. Nur weil ihr nicht in der Lage seid, eure Gefühle mal ein bisschen zu zeigen, Alter. Und kalt seid wie ein Stein, müsst ihr den jetzt nicht dafür irgendwie fertig machen und sagen, das ist Show oder so. Also, ja, total unnötig. Nimm dich das mit den anderen Jungs. Klar. Ich weiß, es kommt einem so vor, als wäre halt so alles überhaupt nichts wert gewesen. Einfach so, ich weiß, es ist das Spiel. Ich mache mich ja auch lächerlich, das ist unnötig alles. Du machst dich nicht lächerlich. Und ja, das ist ein Spiel, aber trotzdem kannst du ja Gefühle entwickeln. Und das gehört eben auch zu dem Spiel. Und dass man dann traurig wird. Also, der denkt halt, der macht sich lächerlich, weil die Jungs denen da dieses Gefühl geben. Und da denke ich mir schon mal, schon wieder so hier, Alter, hier. Ich möchte ein schönes Gesicht sehen. Ja.
Weil jetzt ist hier was Neues, ich weiß gar nicht was. Moment, ich gucke mal meine Notizen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hatten einfach alle Bock, jetzt mal in den Pool zu springen. Eine wilde Party war da. Wahrscheinlich. Du kannst es nicht denken, dass ich da abgefuckt bin. Du musst dich ja nicht kennen. Frech. Ach so, hier, Xander ist wieder abgefuckt. Aber das ist okay, da jetzt zu sitzen und jetzt zu sagen, ich bin abgefuckt. Was ist eigentlich besser oder schlimmer? Jemanden jetzt so Druck zu machen an Xanders Stelle? Ich finde, kannst du dir vorstellen, ich bin abgefuckt? Oder wie ein Julian, der sagt, ja, das trifft mich irgendwie schon mit den Jungs. Also Xander hat ihm doch eben vorgeworfen, dass er das alles nur macht für Aufmerksamkeit. Wozu machst du es denn? Hauptsache über Julian so reden und selber so machen. So sieht's nämlich aus. Guck mal, das hat sogar der Marcel verstanden. Hier Doppelmoralfahne für Alexander. Kraulst du mich? Hast du dir das verdient? Ja, eigentlich schon. Nee. Das ist jetzt einfach dazu Toni hin. Ohne Einladung, ohne alles. Glaube ich. Nee. Ich nerv das. Ich kann dich von allen am wenigsten einschätzen. Warum? Warum? Ja, weil du Trust Nobody auf deinem Bein tätowiert hast. Ich weiß nicht. Ich will dir glauben, aber ich kann einfach nicht. Aber wieso? Gib ich dir das Gefühl, dass du mir nicht vertrauen kannst? Weil ich dir nicht so hinterherlaufe wie andere, oder wie? Ich bin kein kleines Hund. Aber das wäre doch sonst langweilig. Ich finde das so toxisch, Alter. So toxisch. Ich verurteile niemanden. Gott verurteilt nicht ich. Ich küsse dein Herz dafür. Sehr schöner Satz, sehr schöner Satz. Ich bin kein offenes Buch und ich will auch nicht, dass sie anfängt, dass sie mich lesen kann und keine Ahnung was. Kannst du lesen? Da sehen wir jetzt. Weil irgendwo muss ja auch dieser gewisse Reiz noch da sein und ich muss ja auch für sie noch interessant wirken. Würde der jetzt sagen, ich will ja nicht, dass sie mich liest, wenn ein offenes Buch, weil ich habe eine Freundin. Und dementsprechend ist mir das einfach auch zu viel, würde ich sagen, endlich mal Worte in die richtige Richtung. Aber hier nee, weil ich will, dass die sich in mich verliebt. Scheißegal, ob ich eine Freundin habe oder nicht. Dann sieh mich auch als stur, aber es reicht. Du musst nicht morgen sagen, dass du mich liebst und dass du für den Rest meines Lebens mit mir zusammen sein willst. Und du meinen Namen tätowieren willst. Aber dass du mir das einfach auch mal sagst. Ja, also dass du auch, sagst, ich fühle mich wohl bei dir oder ich finde das schön mit dir. Aber das merkst du doch. Ja, ich merk's, aber es ist auch einfach schön, sowas zu hören. Vor allen Dingen, sie kann sich doch nicht auf das Merken stützen. Also im Endeffekt muss ja Antonia auch gucken, okay, wer ist hier Single, wer ist vergeben, mit wem gehe ich hier raus? Ich habe das Gefühl, ich kenne ihn zwar, aber irgendwo habe ich auch das Gefühl, ich kenne Xander hier am wenigsten. Ich glaube, genauso fühlt sich Lisa in der anderen Villa auch. Ich bin so. Ich kann mich nicht auf Knopfdruck verstellen. Sag doch einfach, du möchtest jede Minute mit mir nutzen, die anderen Männer nach Hause schicken, jede Nacht bei mir schlafen. Ja, das ist ja auf den Punkt gebracht. Ja, es wird passieren müssen, dass ich mich mehr vor ihr öffne, weil... Ja, sonst werden sich die Zweifel von der Toni nicht bessern. Aber du hast, dieses mentale Öffnen, aber sonst hast du dich ja schon ordentlich geöffnet, Grenzen überschritten. Da sind auch schon so viele Sachen passiert, wo Lisa auch meinte, wenn das passiert, auf keinen Fall. Ey, eine Sache will ich euch nochmal sagen, es haben mehrere kommentiert. Lisa hat wohl in einem TikTok-Livestream gesagt, dass diese ganzen Bilder, die da ständig gezeigt werden, die sind gar nicht bei der angekommen. Die haben ja immer nur so viel gezeigt, dass sie halt nicht abbricht. Obwohl sie, glaube ich, auch zwischenzeitlich abbrechen wollte. Und ich glaube, so kann man Lisa auch noch mal ein bisschen besser nachvollziehen, weil wir sitzen ja manchmal da vor dem Fernseher und denken, Junge, die redet irgendwas von Grenzen. Und wir haben alle schon gesehen, der hat die längst überschritten, aber bricht trotzdem nicht ab. Ich glaube, das ist das Problem an dieser ganzen Sache. Dann lieber gar nicht. Nämlich noch eine kleine Überraschung für dich. Oh, was denn? Musst du was geben? Ich liebe Überraschungen. Nico hat Marcells Idee geklaut. Eine Umarmung. Das war anscheinend Marcells Idee. Das habe ich selbst beim Schneiden nicht gefunden, die Idee. Aber anscheinend hat Marcel gesagt, er macht das. Und jetzt hat es Nico ihm einfach geklaut. Das finde ich auch hammerhart, Alter. Das ist nett. Spaß. Kein Spaß. Nein. Auf das Date mit Lawrence habe ich mich extrem gefreut. Durch ein Date lernt man sich einfach noch mal viel, viel intensiver kennen. So, der hat nämlich das Date gewonnen bei dieser Olympiade, bei dieser Bayern-Olympiade. War er der Beste und genau, die chillen jetzt hier oben auf dem Roof, top. Ja, meine Strategie wäre auf jeden Fall erstmal mit der Decke, sie so ein bisschen wie so ein Netz erstmal einzufangen und so zu mir zu ziehen. War auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Bist du warm mit der Decke? Ja, alles gut. Alles gut, komm mir nicht noch näher. Dir auch? Mir ist gerade echt ein bisschen warm. Ja? Ist hier irgendwie, kann man das umklappen, so massagemäßig? Lawrence, der macht jetzt sehr, sehr gut. Der weiß auf jeden Fall, was er da macht. Ja, da war nämlich Massageöl, alles pipapo auch dabei. Ich sag dir, ganz Körper hätte ich echt gern gemacht. Ja. Hätte gekickt, glaube ich. Ja, auf einmal haben wir gesagt, okay, jetzt massiert ziemlich. Es sah so aus, als würden die sich fast küssen, als wäre er schon fast so ein bisschen umgesetzt.
kann es nicht einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass danach noch ein Kuss kam. Meinst du? Mhm. Es, was mich bei dir wundert, warum bist du Single? Ich meine, also wundert sag mal so, die letzten Frauen, die ich gedatet habe, so, ist ja so, dass ich jetzt ein Jahr lang irgendwie Abstinenz von allen Frauen war. Du bist jetzt knapp ein Jahr Single? Eineinhalb. Eineinhalb, okay. Aber es war halt immer, es hat irgendwie nicht so langfristig gepasst. Also niemals hätte ich damit gerechnet, dass hier so schnell jemand reinkommt, der mich so catcht. Die findet den jetzt auch super geil. Ob das Xander schon weiß? Der hat sich so schnell nach oben gekämpft, auch so in meinem Herzen. Wirklich crazy. Ja, wirklich crazy. Also das ging auch ein bisschen länger, das Date. Schaut es euch in voller Länge an. Aber hier gibt es jetzt noch einen kleinen deepen Moment, den muss ich euch zeigen. War echt schön mit dir. Ja, fand ich auch. Ja? Ja, war schön. Das finde ich echt krass, weil der ist wirklich so frisch drin, ne? Seht ihr mal. Selbst die haben noch eine Chance bei der Antonia. Ich habe mich auf jeden Fall gerade in die Champions League katapultiert. Und da fühle ich mich natürlich pudelwohl in dieser Liga. Scheiße! Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch, Leute. Wissen wir, dass das die Freundin von dem ist oder nicht? Weil diese Blicke und alles sagen noch mal alles hier. Ja, das ist seine Freundin. That's the game, Leute. Das ist das Spiel. Er macht das verdammt gut. Alter, stell mal vor, da sitzt du, da siehst deinen Freund, wie der mit dir rumleckt. Und sagst, der macht das verdammt gut. Niemals würde das über meine Lippen kommen. Geht doch nicht, hast einen Weg. Du musst dir keine Gedanken machen. Ich mach mir keine Gedanken, aber es tut trotzdem erstmal. So ging es mir auch, weißt du, du hast dann einfach trotzdem, siehst du deinen Partner mit jemand anderem, es tut einfach weh. Und das sah aus wie eins unserer ersten Dates. Ich habe ihn an einem unserer ersten Dates. Damit darfst du es nicht vergleichen, weil sie ist nicht du, weißt du? Genau, und vielleicht hat er einfach nur mal dieselben Skills ausgepackt, weil bei dir hat es ja auch funktioniert. Die Gedankenspirale darfst du, da musst du versuchen. Da muss klar echt wegkommen. Da war ja, da, klar, weißt du, da hat er auch einen ganz anderen Hintergrund ja gehabt, als er bei euch auf dem Date war, als auf diesem Date. So, das war's auf jeden Fall mit Folge Nummer 9. Wir gucken in Folge Nummer 10. Habe ich mir eine kleine Notiz wieder gemacht. Hier steht, aktuell ist Laurenz mit Antonia noch auf dem Dach und die Vergebenen kriegen aber nochmal Bilder. Das sind aber Bilder von gestern, okay? Nee, du brauchst ganz deine Schuhe ausziehen. Ja, ich will noch kurz kuscheln mit dir. Ach, diese Situation, die haben wir ja eben kurz gesehen. Du hast den Monster-Body mit dem Monster-Blick und dein Monster-Popo gibt mir den Kick, sie ist sein Monster. Der sagt ständig, die hat einen geilen Arsch, ne? Muss das sein? Meint ihr, Antonia wird sich dann noch mehr in ihn verlieben? Also ist es relevant fürs Spiel, frage ich mich. Dass seine Freundin immer sieht, dass er ihren Arsch komplimentiert. Weiß ich nicht. Was sagt deine Freundin dazu? Ich habe keine Freundin. Schwörst du auf deine Mama? Ja. Schwörst du auf deine Mama, dass du keine Freundin hast? Ja. Schwör ich auch. Alles klar. Du schwörst? Ja, ich schwör lieber nicht. Ich schwöre, ich habe keine Freundin. Schwör lieber nicht, Mann. Das ist bodenlos. Du willst aber auch auf deine Mama schwören, dass du keine Freundin hast? Ja. Und auf deinen Papa? Ja, auch. Oh, guck mal, da hat er sich aber... Guck mal, jetzt habe ich hab euch gefragt, was bedeutet das, wenn Leute darauf schwören und es stimmt nicht? Da hat eine gesagt, würde ich jetzt auf meine Manga-Sammlung schwören und ich halte nicht mein Wort, dann gehört mir diese Manga-Sammlung. So, jetzt frage ich euch, er schwört jetzt gerade auf die Mutter. Er hat ja aber eine Freundin. Gehört die Mutter jetzt Antonia? Also, das geht ja nicht auf. Im Endeffekt war es so. Ach, keine Ahnung. Ich finde halt, was bringt es in so einer Show zu schwören? Wenn du weißt, da sind Lügner unter dir. Natürlich gehen die auch so weit, auf ihre Mutter zu schwören. So. Aber es tut weh. Es tut weh. Du bist wirklich Single? Ich bin Single. Willst du auch auf deine Freundin schwören, dass du keine Freundin hast? Ja, würde ich auch. Sagst du hiermit, dass du deine Freundin nicht liebst? Ich habe keine Freundin. Sag, wenn du eine Freundin hättest, würdest du sie jetzt nicht mehr lieben? Okay, wenn ich eine Freundin hätte, würde ich sie jetzt nicht mehr lieben. Alles ist so surreal, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich sitze hier und verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt mal Real Talk, was sollte er gerade sagen? Ja, soll er sagen, ist, ich kann es dir nicht schwören? Er hat auf seine Eltern geschworen, dass er keine Freundin hat. Ich glaube, die Eltern sehen das anders, wenn sie das sehen werden. Aber was denkst du, sagen die, Dominik? Meinst du, die sagen so, das ist nicht mehr unser Sohn? Mein Papa ist Thorsten Legert. Ja, kein Ehrenmann. Das trifft es sowas von auf den Punkt. Aber dass der kein Ehrenmann ist, das wissen wir schon länger, oder? Muss man ja auch ehrlich sein. Das war jetzt sehr innig. Fand ich auch. Also ich auch das mit dem geilen Arsch.
Hätte nicht sein. Aber das hat er noch nie zu mir gesagt, sowas so, das ist so, das ist so ein geilen Arsch. Noch nie, das ist gar nicht er. Alter, da würde ich mir auch als Freundin denken, mba. Abtörner, jede Frau wird mich jetzt verstehen. Ich habe einfach so eine Wut in mir, ich könnte keine einzige Träne vergießen. Ich erkenne ihn nicht wieder, also deswegen bin ich immer so, denk mir, der kann das doch nur spielen. Ach, Gewalt ist keine Lösung, aber manchmal vielleicht schon. Ja, manchmal vielleicht schon. Also wirklich, Lisa hat hier so die mit wirklich am krassesten, die krasseste Arschkarte von allen gezogen, ne? Und es wird nicht besser. Hast du sie geküsst so? Nein. Okay. Geil. Lorenz, warum? Warum liegst du? Ja, den Kuss habe ich jetzt erstmal verschwiegen. Ich sag's mal so, Wissen ist Macht. Desto mehr Karten ich bei mir behalte, desto besser. Der ist einfach schlau. Der denkt nicht nur an sein Ego, das jetzt da aufzupolieren vor den Jungs, weil dann wüssten sie auch erst Champions League. Der denkt ans Spiel. Der kann sein Ego hinten anstellen. Das kann halt so ein Marcel nicht, ne? Guck mal das Gesicht an. Die anderen unterschätzen mich komplett. Es soll weiterhin so bleiben. Solange bin ich nicht auf dem Fokus und kann meine Strategie weiterfahren und komme dann im Windschatten und hole richtig auf. Der ist zu schlau für diese Show. Der ist einfach zu schlau. Warum kuscheln die jetzt schon wieder? Ich hab's vergessen, Leute. Aber es regt mich mittlerweile auf. Verdrehe ich dir so langsam den Kopf? Bisschen, ja. Bisschen nur. Ich glaube, Xander ist eigentlich ein sehr, sehr feiner Kerl und ehrlich und würde wahrscheinlich keiner Fliege was zuleide tun, vor allem wenn er eine Frau liebt. Wenn er sie nicht mehr lieben sollte, dann würde er sie, glaube ich, eher das Ganze vernünftig beenden, anstatt ja, jemandem das Herz zu brechen und jemanden zu betrügen. Das Geile ist halt, genau das ist er eben nicht. Genau diese Person ist er eben nicht. Und wenn du dich in diese Person gerade verliebst, verliebst du dich in eine Illusion. Es ist die harte, kalte Realität. Wurdest du schon mal betrogen? Also nicht, dass ich wüsste. Ich hatte erst 2 Beziehungen, aber das, was ich weiß, nein. Und du? Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen. Ernsthaft? Das war nicht der Grund. Also nicht sein Verhalten im Sommerhaus. Das war nicht der Grund. Danach ist noch was viel, viel Schlimmeres passiert. Alter. Boah, Gänsehaut, Junge. Die Story muss ich euch jetzt auch noch mal hier kurz erzählen. Ich sehe schon hier die Buchstaben auf dem Bildschirm. Und zwar hatten die ein Musikvideodreh in Mallorca, weil Patrick und Toni haben anscheinend so einen Ballermann-Song zusammen. Und waren dann bei einer Freundin in deren Villa auf Malle und da haben die gepennt und auch den Videodreh gemacht und so. Und abends wollten die dann noch so ein bisschen feiern, ein bisschen spielen. Und Toni hat sich dann aber ausgeklinkt, weil sie fit sein wollte für den nächsten Tag und den Videodreh. Okay, hier setzt die Story jetzt ein. Da ruft meine Mutter an. Mami, gerade ist schlecht. Ohne Skrupel. Dann wurde ich nachts von meiner Freundin geweckt. Sie hat gesagt, du, steh mal auf, ich muss mit dir reden. Ich stehe auf und gehe mit ihr in den Flur und sag, mach die Tür auf. Da lag mein Freund mit einer anderen im Bett. Da muss ich schlucken. Das ist so krass. Guck mal, nachdem alles, was Patrick Antonia im Sommerhaus angetan hat, hat er trotzdem noch die Scham in sich, ja? Nee, das ist falsch. Hat er trotzdem noch... Naja, ich will darauf hin, dass er halt so abgewichst ist und sie trotzdem noch mit einer Freundin betrügt, während sie im selben Haus oben schläft. Es juckt ihn nicht. Es interessiert ihn nicht und es ist richtig schlimm. Also manche Leute... Nee, aber da denke ich mir auch so, Toni, du hättest ihn vorher schon verlassen müssen, Alter. Der hat dich so gedemütigt im Sommerhaus. Ich hab das nicht verdient. Und jetzt fällt sie halt auf den Nächsten rein, der sie behandelt wie Scheiße. Weil er hat eine Freundin. Er macht das wahrscheinlich alles nur für die Kohle. Und wenn nicht... Und er sich vielleicht wirklich verliebt, ändert es nichts daran, dass er trotzdem ein Mann ist, der seine Frau die ganze Zeit betrügt und alles für eine neue Frau jetzt riskiert im Fernsehen. Er weiß, seine Frau wird gedemütigt. Das ist ihm aber trotzdem alles scheißegal. Also wie du es wendest und drehst. Xander ist ein schlechter Mensch. Ich schwöre. Und sie ist gerade auf dem Weg, sich in genauso einen Menschen, von dem sie sich gelöst hat, wieder zu verlieben. Also nicht, ich will jetzt nicht sagen, Xander ist so schlimm wie der Patrick, ne? Das wissen wir ja noch nicht. Dafür müssen sie erstmal ins Sommerhaus zusammen. Darauf habe ich richtig Bock. Aber man weiß ja jetzt schon genug über ihn. Durch diese Gesamtsituation. Dass er als Vergebener da reingeht, was er tut, wie weit er geht, was er sagt, alles pipapo. Ich bin so ein Mensch, also ich weiß nicht, ob ich beschissen worden bin, aber wenn, ich würde mit dieser Person nie wieder in meinem Leben Kontakt haben wollen. Aha, das rätst du jetzt schon mal, der Antonia. Falls dann die Tür später aufgeht, Lisa rauskommt und damit Antonia Bescheid weiß, ne? Ja, danke, das ist schon mal gut. Xander, gut, dass du da schon mal im Voraus denkst. Egal, ob ich mit der 5 Jahre zusammen bin, egal, ob ich mit der Kinder habe oder sonstiges. Wenn du mich einmal bescheißt und ich würde es dir verzeihen, würdest du mich nochmal bescheißen. Und ich kenne meinen Wert und ich weiß ganz genau. Ich könnte auch danach die Menschen nicht mehr anschauen. Also finde ich ja krass, ne? Also wenn er wirklich so denkt...
finde ich sehr, sehr krass, weil er betrügt ja seine Freundin trotzdem. Sie haben sich auf dieses Experiment eingelassen. Sie muss das alles sehen und mit diesen Gefühlen klarkommen. Also wo geht die Rechnung da auf? Guten Morgen. Ich will einfach nicht wieder diesen gleichen Fehler machen. Ich will nicht wieder auf so einen Typen reinfallen, für den ich alles tue und alles gebe. Und selber kriege ich halt einen Scheiß zurück. Dann hat man mich einfach nicht verdient. Dann hat man dich auch nicht verdient, aber es ist doch bei euch schon ein bisschen so. Du sagst ständig, er kommt nicht zu dir, du musst immer kommen. Er ist der einzige Mann, der irgendwie nicht richtig für dich kämpft oder so. Also es sind doch genau die Anzeichen, die er dir gibt, dass du diejenige bist, die alles geben muss und er gibt nichts zurück. Oder halt mal immer so ein bisschen. Und das hält dich ja voll am Leben. Das reicht bei dir, um diese Emotionen aufrecht zu erhalten. Es klingt ein bisschen so, Antonia, und es tut mir mega leid, das zu sagen. Aber das, genau das, das ist, was du anscheinend suchst. Jemand, der dich nicht gut behandelt. Weil dann weckt es erst bei dir das Interesse. Ich erinnere mich auch noch daran, dass sie in den ersten Folgen mal gesagt hat, sie kann nicht, wenn Männer ihr so hinterher dackeln und bla bla bla. Das ist ja auch immer alles Auslegungssache. Aber wenn du einfach dir jetzt jemanden mal anguckst, der dich fair behandelt, der oft genug zu dir kommt, der auch sagt, was er fühlt. Ich glaube, das wird sehr schnell für sie uninteressant. Sie braucht dieses komische Gefühl. Vielleicht denkt sie auch genau, das ist das Gefühl von Liebe. Ich weiß es nicht, aber es ist doch so traurig. Die Liebe ist unfair. Klar, wir sind aktuell erst in der Kennenlernphase. Und natürlich ist da alles immer schön und gut und hört sich alles perfekt an. Aber ich mache mir natürlich jetzt auch immer die Gedanken und möchte mich natürlich auch nicht auf jemanden einlassen und dann in der Beziehung erst feststellen, hey, der ist ja wie mein Ex-Partner. Ich bin halt einfach extrem gebrandmarkt, was dieses Thema angeht und super emotional und sehr, sehr, sehr sensibel. Krass. Ja, da hast du, Alexander, wirklich den absolut falschen Treffer gelandet, leider. Vielleicht wird Nico nochmal aufholen. Ich hoffe es mir, weil Marcel sehe ich nicht an ihrer Seite. Ich hoffe einfach, dass meiner schlau genug ist, das taktisch gut zu spielen, aber nichts dabei zu empfinden. Ich glaube nicht, dass er Antonia gut findet. Ich will mich nicht besser stellen als Antonia, aber es sind einfach zwei Welten. Aber das finde ich krass, weil er meinte von Anfang an eigentlich, also sie meinte, das ist voll der Typ von ihm und ich bin gar nicht sein Typ. Warum kommt denn da jetzt noch so ein Sinneswandel? Achso, sie sagt jetzt ja auch noch was. Und zwar, dass ihr Freund anscheinend gar kein Fan davon ist, wenn Frauen was mit mehreren Männern haben und so. Und da zwischen den Boys wechselt, das ist keine Frau für ihn. So eine will ihr Freund nicht haben. Ich bräuchte mal hier so Misogyne, ne? Misogyne, frauenverachtende Fahne. Pick me, passt die da? Bisschen, weil sie ist ja nicht so. Sie ist ja nicht so, so eine sprunghafte und so. Ich finde es anmaßend. Warum wertet man ab? Ja, um sich vielleicht selber aufzuwerten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und deswegen würde ich da einfach irgendwie einen Ball flach halten. Dass ich jetzt nicht so der Fan von Antonia bin, das ist mittlerweile klar. Aber warum? Nee, das ist eben nicht klar. Ich finde, man versteht überhaupt nicht, warum die kein Fan von Antonia mehr ist. Oder einfach jetzt nur, weil die mit dem Freund rumgeleckt hat. Glaub ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist mehr ein Busch. Ey, fändet ihr das schlimm, wenn euer Freund einen Ständer hätte? Das ist Anatomie, das passiert. Ja. Ist uns denn ganz normal? Also ich fände das absolutes No-Go. Das fände sie absolutes No-Go? Sein, aber ich habe da keinen Bock drauf. So, ich möchte für meinen Freund die einzig attraktive Frau sein. Das wird nicht passieren. Also das geht ja gar nicht. Der ist ja auch nicht der einzig attraktive Mann wahrscheinlich. Du siehst ja trotzdem zum Beispiel, sitzt er neben einem Dominik und wirst ihn auch angucken und denken, ja, wow, das ist aber ein toller Mann. Finde ich jetzt gar nicht so verwerflich. Ich verstehe aber, dass es einen auch irgendwie verletzt und wenn man auch so eine unsichere Person ist. Und ich glaube, sie ist unsicher. Sie tut sehr selbstbewusst, aber im Kern ist sie doch noch irgendwo unsicher, weil sie ist auch noch sehr jung. Macht das was mit einem, aber das sollte es nicht, Leute. Das sollte es nicht. Mir hat es früher auch die Schuhe ausgezogen, so ein Gedanke. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, der Ständer kommt und geht, ne? Also welchen Typ hätte ich wahrscheinlich auch ständig ein? Wer weiß? Wer weiß? Oh, der Bruder, der ist anders. Was ja aber nicht bedeutet, dass ich meine Frau nicht trotzdem vergötter und sie die eine ist. So. Darf dein Freund Pornos schauen? Schwierig. Oh, die Arme. Und alleine diese penetrante Art von ihm, sorry, dass ich das so sage, aber das sieht fast jeder jetzt so. Von Xander? Ja, ich sag dir jetzt offen und ehrlich, er will unbedingt nur dieses Spiel gewinnen. Ach krass, guck mal hier. Marcel macht Xander ein bisschen schlecht bei Antonia mit Argumenten, die Antonia eigentlich vorher für Marcel hatte, dass er zu penetrant ist. Das ist doch nicht mehr normal. Ich hab dir das am Anfang gesagt, weil es der erste Tag war, an dem du einfach mega übertrieben hast. Ja, weil er hat jetzt gesagt, hä, zu mir hast du auch gesagt, ich bin nur zu penetrant und dann macht der das und da findest du es voll gut. So, dass jetzt hier einfach mal jeder zeigt, was er von mir will, finde ich gut. Wenn er mit uns ist, ist er ganz anders. Er ist viel offener
Er redet über jeden Müll, aber auf einmal bist du da. Nee, ich bin nicht so. Ich bin ganz anders. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der vergeben ist. Tja, dann solltest du mal ein bisschen an deiner Vorstellungskraft arbeiten. Die zwei sind schon wieder am Kuscheln. Alles gut bei dir? Ist dir mal was aufgefallen, ja? Ich bin die Einzige, die Gespräche zu dir sucht. Alle anderen suchen sie zu mir und ich bin die Einzige, die jedes Mal nur nach einem Gespräch mit dir fragt. Antonia, und da musst du mal weiterdenken. Da musst du mal weiterdenken. Warum zieht dich das so an? Warum zieht dich dieses Unnahbare so an? Ich bin wie die Maus im Laufrad und er hält mir den Käse vorne dran. Und ich laufe halt. Guck mal, sie hat es doch genauestens verstanden. Jetzt solltest du dich von ihm abwenden. Genau das ist der Typ Mann, auf den du dich nicht mehr einlassen solltest. Es tut mir leid, die Reise ist hier beendet. Ich gehe auch immer auf dich zu und ich glaube schon, dass ich auch viel für dich mache. Was machst du denn viel für die? Oder ist dir das zu wenig? Ja, ich wollte, dass du mich gestern ins Bett bringst. Du warst noch eine halbe Stunde bei mir gelegen. Wir liegen jetzt schon wieder hier und kuscheln. Mach ich das mit irgendjemand anderem? Nein. Merkst du was? Der weiß das doch ganz genau. Der weiß doch ganz genau, dass seine Charade funktioniert. Ja. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in deiner Nähe. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich wirklich an die Zeit danach. Guck mal, ich finde das so krass. Eben haben wir doch noch ein Gespräch gesehen, dass sie gesagt hat, du sollst dich bitte öffnen. Jetzt gucken wir hier ein paar Minuten später, was macht sie? Schüttet ihm ihr komplettes Herz aus, Alter. Und er nur, ja, ja. Ich komme auf mein Leben nicht klar. Ja, es ist halt schon einfach dem geschuldet, dass er mir nicht das sagt, was ich eigentlich gerne hören möchte. Und das ist seine Entscheidung, dir zu sagen, was du gerne hören willst. Und er tut es nicht. Und da solltest du dann sagen, okay, wenn er es nicht will, dann ist er nicht der Richtige. Er fordert Mumm, sich da treu zu bleiben. Wenn mich hier jemand verarscht, wenn hier am Ende jemand im Finale steht und ich dem offen und ehrlich meine Gefühle gestehe und enttäuscht werde. Ich enttäusche dich nicht. Was ist denn dann? Die sagt mich dann. Dann poliere ich dem die Fresse, dann reiße ich dem die Eier ab. Was weiß ich denn? Ach. Gewalt ist keine Lösung, aber manchmal vielleicht schon. Ich würde das mal sagen. Ich würde sagen, Xander, wir machen jetzt Handschuhe. Weil die will ja auf alles schwören. Würde ich sagen, wenn du eine Freundin hast, ja, dann halt irgendwas Krasses. Ich weiß jetzt nicht was, aber irgendwas zerschlage ich dein Auto. Gewalt ist keine Lösung, ich weiß. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gewaltfreier. Keine Gnade, keine Gnade. Wirklich nicht. Du machst mir echt verrückt. Aber das ist doch schön. Guck mal, der denkt, das ist doch schön, das ist doch schön. Da fühlst du dich alive, da fühlst du wieder was. Das ist doch schön. Ja, genauso kannst du eine toxische Beziehung auslegen. Das ist doch schön, dass du jeder mehr fühlst als bei den anderen. Nee, das ist nicht schön. Warum? Weil ich einfach Angst habe. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise sein erster Konkurrent. So, und Toni erzählt Xander jetzt auch nochmal über das Gespräch mit Marcel, was Marcel so denkt über ihn, pipapo, ne? Und deswegen, der muss sich ja irgendwie Gedanken machen, wie er mich ausstechen könnte. Glaubst du, ich spiele mit dir? Ich glaube, gerade bist du dir mit mir einfach nicht wirklich sicher. Doch, ich bin mir mit dir sicher. Aber diese Situation, dass halt auch einfach noch andere Männer um mich kämpfen und so weiter. Und ich ja eigentlich auch eine Freundin habe. Ist doch klar, dass ich dir nicht von Anfang an alle Karten auf den Tisch lege, weil ich mir auch nicht sicher sein kann. Weil zum Schluss fahre ich als Depp nach Hause und dann bin ich der Gefickte. Warum? Kannst ja nicht ernst nehmen, was der sagt. Alles kannst du nicht ernst nehmen. Ba, ne? Zum Schluss lasse ich mich auf dich ein. Du entscheidest dich für jemand anderes. Und dann stehe ich da. Stehst du nicht da? Hast ja immer noch deine Freundin. Hat er seine Titte, Hand an der Titte von der? Ja, ne? Der hält die so fest. Also, wow. Wow. Ja, ich will mehr. Ja, wo hat er seine Hand? Ach du Scheiße, ja. Okay, die sehen das jetzt auch. Habe ich vergessen. Ihre Brust. Das war für mich definitiv eine Grenze überschritten. Guck mal, und das ist jetzt das erste Mal, dass sie das sieht. Also wir haben das schon öfter gesehen, dass er sie da ein bisschen betatscht und sowas alles. Er hält sich doch gerade noch an eure Grenzen, oder nicht? Naja, eigentlich haben wir gesagt, nicht im Intimbereich anfassen. Alles klar. Und dann streichelt er hier. Über Nippel. Ich finde, über Nippel streichen, das ist schon sehr extrem. Bin mir mit dir sicher. Ich enttäusche dich nicht. Ich erkenne diesen Menschen nicht mehr. Ich erkenne ihn nicht. Es ist so fremdschämend. Es ist so krass fremdschämend. Guck mal, nicht mal die versteht den. Wie sollen wir den denn da verstehen? Was ich da sehe? Vielleicht ist er so und hat es bei mir alles vorgespielt. Weißt du, wie ich meine? Du meinst, im Real Life draußen spielt er und im Fernsehen nicht? Das klingt jetzt so, als wäre es unlogisch. Aber ja, es kann sein. Weil er sich ja da auf eine Person einstellt, die ist wie Lisa. So, ne, Antonia braucht halt dieses Hard to Get. Und dieses kann er anscheinend sehr, sehr gut spielen. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, jeder Mensch ist im Umgang mit anderen Menschen unterschiedlich. Ne? Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass der in Lisas Beziehung ganz anders war als jetzt mit Antonia. Wir tun immer so, als muss er das jetzt durchziehen, weil danach das Leben vorbei ist. So ist es ja nicht. Er kann ja jederzeit auch einfach eine Rolle rückwärts machen und dann haut sie ihn raus. Absolut. Absolut. Er muss ja nicht mehr freiwillig gehen und dann irgendwie eine Vertragsstrafe oder so bekommen oder kein Geld generell, ne? Weil die kriegen ja auch alle eine Gage, denke ich, hoffe ich.
Und dementsprechend hat Dominik total recht. Keiner zwingt ihn, das zu tun, was er da gerade tut. Was ich sehe, bin ich einfach von ihm als Mensch so geschockt, dass er sich so zeigt als mein Partner. Boah, ich würde am liebsten reinlaufen und sagen, dir gönne ich keinen Cent. Tschüss. Boah, das glaube ich. Das glaube ich. Aber was ist denn jetzt, wenn... Ach so, nee. Ich habe nämlich gerade überlegt. Wenn Antonia sich dann ja für Alexander entscheiden würde, dann würde er die 50.000 Euro mit Lisa zusammen gewinnen, ne? Wenn sie jetzt irgendeinen nimmt, der Single ist, kriegt Antonia die Kohle, richtig? Ja, ne? Ich hau ab, verpiss dich. Wenn sich das für ihn da drin richtig anfühlt, verstehe ich nicht, wie man einem anderen Menschen gegenüber so unloyal vor laufender Kamera werden kann. Zu 1000%. Weil wenn er wirklich echte Gefühle für Antonia hat, dann könnte er es ja auch einfach sagen. Oder? Er könnte sagen, du, ich habe eine Freundin. Darf der das? Weiß ich nicht. Aber es ist so, er macht halt alles falsch, finde ich. Und er wird wahrscheinlich sagen, ja, aber das ist das Spiel. Ja, nee. Ja, nee. Das ging sich murmeltechnisch einfach nicht aus. Janine ist in the house. Die hatten vorher Playboy-Menschen-Party. Hier, Antonia war Hugh Hefner, die anderen waren alle Bunnies. Hat mir ein bisschen gut gefallen, bin ich ehrlich. Aber es steht eine Entscheidung an. Ein Mann fliegt. Ein Mann fliegt. Es trifft nämlich euch alle. Ja, die muss jetzt bei jedem Einzelnen sagen, Make Love oder Fake Love. So, und jetzt hat sie alle bewertet. Also bei allen hat sie Make Love gesagt. Jetzt standen da aber noch Hans und Dennis, a.k.a. Gigi. Wen behältst du hier? Hans. Hat sie den Hans genommen. Ich bin enttäuscht, ich bin sehr enttäuscht, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Aber sie hat halt auch gesagt, sie hat einfach keine Gefühle für Gigi, was ich ja auch verstehe und so. Jetzt schauen wir mal, hat deine Freundin, hat er keine Freundin? Hat er einen Freund? Stell dir mal vor, Gigi mit Dominik. Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Schlag's Märchenbuch zu. Ich bin real, ich bleib auch real, ne? Ach, Gigi. Ach, Dennis. Du bist echt mit der Reals dir. Du hast einen Entertaining-Faktor hoch 1000. Dich sehe ich gerne in weiteren Shows, weil du... machst das super. Du machst das wirklich super. Relax, Show. Und alles gut, ne? Danke. Mach's gut, mein Lieber. War schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, darauf hat er die ganze Zeit gewartet, dass er endlich noch mal Janine umarmen kann, seine eigentliche Traumfrau. Jeder sagt Party, Marty. Aber so, wenn ich lieben tue, dann richtig brutal. Hör auf zu meinen. Hey. Die ist fick und fertig. Die ist fick und fertig, weil sie jetzt auch Dennis rausgeschmissen hat, der Single. Ist anscheinend kein schönes Gefühl. Aber jetzt hat sie sich auch wieder gefangen. Es wird viel Alkohol getrunken und Party gemacht. So, und jetzt entsteht hier eine Situation. Ich glaube, Antonia will irgendwie auf Toilette oder ich weiß es auch nicht, aber sie geht ins Haus und Xander ist aber schon vorher ins Haus gegangen. Da gab es auch einen kleinen Blickkontakt, aber ob das jetzt so wie abgesprochen ist oder so, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, Überraschung, der steht nackt unter der Dusche. Später war er nackt und sie kommt rein in ihrem Victoria's Secret Outfit. Herzlichen Glückwunsch. Bro, krank. Krank, krank. Ich schwör's, ich bin ehrlich, weil ich mir denk so, das ist schon real. Was sagt man dazu? Schande. Schande. Mir war arschkalt, nachdem ich im Pool gesprungen bin. Ich dachte mir so, okay, Xander ist gerade duschen, es ist gerade niemand anderes im Haus. Aranda. Guck mal, ich glaube, so war es nämlich. Xander hat gesagt, ich gehe duschen, mir ist kalt. Und dann hat sie gedacht, okay, die Chance ergreife ich. So habe ich es verstanden. Ich finde es so krass, weil der ist wirklich splitterfasernackt, ne? Ich finde ihn so geil, meine Fresse. Er duscht jetzt? Er duscht ja. Und bei dir jemand? Ist es der Xander? Der ist doch nackt. Der ist nackt. Boah. Ist der nackt? Wer ist das? Xander. Das ist nicht dein Ernst. Da muss sich doch was bewegen. Da muss doch gerade ein hartes Holz zwischen Antonias beiden Beinen pieken. Mit armen Mäuschen, so weißt du. Oh. Alter Schwede. Ist er das wirklich? Ja, das ist er. Das war für mich definitiv eine Grenze überschritten. Er ist nackt. Alter, viel zu dolle. Sein Arsch, Alter, und sein, geht gar sein nicht. Schwanz ist ja, liegt Alter, ja frei. Was? Alter, gerade wenn Kameras da sind, er mir vorher sagt, er will auf gar keinen Fall, dass man sein Geschlechtsteil sieht im Fernsehen und er da jetzt so mitmacht und hier ihren Arsch anfasst. Ja, das war nämlich wirklich eine wilde Szenerie. Er hat wirklich mal so zugelangt und alles pipapo, also... Harmlos war das nicht. Da hätte er sagen können, nee, stopp. Du, ich will das nicht nackig im Fernsehen. Total, da hat Dominik recht. Man hätte einfach sagen können, Toni, das ist mir zu viel.
das ist mir wirklich zu viel. Zu schnell, zu schön. Seid einfach ehrlich. Ohne sich zu verraten, dass man vielleicht vergeben ist, ne? Also sie reibt ihre Muschi an seinem Schwanz. I'm sorry, aber... Ätzender. Boah, diese Bilder wollte ich sehen. Danke. Ah, krass. Was heißt das für dich, Lisa? Boah, wie konnte ich mit sowas zusammen sein? Ich schäme mich zu Tode. Es ist schäme vorbei mich. Für dich? Ja, vorbei, vorbei. Krass. Vorbei, vorbei. Hast du das, die gehen jetzt? Die ziehen aus? Niemals würde ich den wieder nehmen. Niemals. Da wär's aber vorbei. Auch. Da, sorry, vorbei. Also da wär's bei mir auch vorbei. Boah, das ist vorbei. Da das ist vorbei. Wär echt Schluss. Und genau, du bist jetzt ihm so lange loyal geblieben. Genau. Wie krass loyal war ich, bitte? Wie krass loyal. Und ich habe bis vorher noch geglaubt. Aber dass ich scheiße ist, Lisa, anscheinend hast du ja die ganzen Bilder gar nicht gesehen. Dann wärst du wahrscheinlich schon längst nicht mehr so loyal gewesen. Das war ja alles ein Fliegenschiss anscheinend. Und jetzt bam, kommen da solche Bilder, Alter. Das ist schon heftig. Danke, dass ihr mir die Bilder gezeigt habt. Dass ich jetzt gesehen habe, was das für ein Wichser ist. Krass. Experiment gescheitert. Beziehung gescheitert. Boah. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Ja, und den Vorspann der nächsten Folge werde ich euch jetzt auch nicht mehr zeigen, weil das sind 2 Minuten, die ich mir einsparen kann. Versteht ihr das? 2 Minuten, an denen ich euch wirklich zeigen kann, was in der Folge passiert. Ist aber kein Problem, ich habe mir doch Notizen gemacht. Und zwar schläft. Da steht, Ed schläft bei Toni. Wer ist Ed? Keine Ahnung, anscheinend schläft irgendwer bei Toni, der auch Arschmassagen verteilt. Jeder hat einen Arsch, oder? Xander sagt daraufhin, er würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen. Würde sie das im echten Leben mit ihm machen oder sowas? Wie bitte? Joni, einer von den Neuen, spricht mit Antonia Tacheles über, ja, über den desolaten Gemütszustand mancher Männer, steht hier. Da habe ich mir aber richtige Wörter rausgesucht. Nämlich Picasso. Genau, und das war's. Das war's. Also nächste Woche wird krass. Wird aber dann ja nicht nächste Woche sein, sondern übernächste. Das Problem ist, Leute, ich erkläre euch eine Sache ganz kurz. Wenn ich hier nur auf eine Folge reagiere, dann ist die Folge vielleicht 20 Minuten lang. Da kann ich vielleicht 2 Werbungen drauf schalten. Da kann weder ich von leben, noch meine Cutter, die ich ja auch bezahle. Deswegen fahre ich jetzt weiterhin nochmal dieses Doppelfolgenmodell, dass die Videos wenigstens eine Länge haben. Da muss man sich jetzt einfach irgendwie mal neu arrangieren. Ich kann's nicht. Ihr Süßen, wenn das alles keinen Sinn gemacht habe, was ich gerade gesagt habe, es tut mir leid, aber hört einfach die nächste Podcast-Folge. Kommt Dienstag 0 Uhr, also Mittwoch dann, Mittwoch 0 Uhr, Dienstagabend, versteht ihr? Ich bin los, Leute. Und genau, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag wie immer und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein, peace. Ich bin real, ich bleibe auch real, ne?